Unter dem Motto Fortschritt, Produktion im Wandel öffneten die ehemaligen Kunstblumenfabrik Lumpe und die Weberei Egelkraut im Rahmen des Blauen Sonntags in Trutzheim die Werkstore. Auch wenn die Weberei Egelkraut den Eindruck eines Technikmuseums erweckt, arbeiten in dem Betrieb nach wie vor Menschen und verdienen dort ihren Lebensunterhalt. Mit großem Interesse folgten die Besucher der Führung des ehemaligen Inhabers Helmut Egelkraut und durften sogar ein Stück Goldfaden in die Hand nehmen. Wohl zum letzten Mal hatten am Sonntag Außenstehende die Möglichkeit, die seit 2003 geschlossene Kunstblumenfabrik Lumpe zu besuchen. Alles im Gebäude ist bis heute unverändert. Maschinen, Stoffe, Modelle, Stechuhr und natürlich viele Kunstblumen in allen Farben und Formen gab es zu entdecken. Renate Hutsche führte die Besucher durch ihre ehemalige Arbeitsstätte und wusste so manche Geschichte zu erzählen. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit und machten einen Abstecher in Schwalmstadts jüngsten Ortsteil.